Hi Leute und damit herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der Atomliga. Mein Name ist Flui0392 und ich spiele mit Real Madrid in Weiß und mein Gegner Torres, der spielt mit dem FC Liverpool in Orange gedresst. Nochmal zur kleinen Hinweis, wer es bislang noch nicht verstanden hat, die Regeln, alle Mannschaften sind auf 85 gesetzt, sprich alle Spieler haben eine 85er Stärke, sprich Carvajal und Cristiano Ronaldo, beide 85, das gilt natürlich auch bei meinem Gegner Emre Can und Roberto Firmino mit jeweils eine 85er Gesamtstärke. Hier unten seht ihr die Startaufstellung. Meine Mannschaft werdet ihr noch im Laufe des Spiels in der Halbzeitpause nochmal ein bisschen besser, genauer betrachten können. Ich kommentiere hier dieses Spiel nach. Der Immon hat das ja so, dass er seine Spiele live kommentiert. Ich finde aber, man muss sich bei diesem Turnier einfach mal auf das Wesentliche konzentrieren und zwar nur auf FIFA zocken. Dadurch, dass hier einige Pro-Spiele dabei sind, der gute Immon musste das ja erfahren, hat mit 1:5 verloren. Wir hingegen haben das allererste Spiel mit 2:1 gewonnen gegen einen Abonnenten. Grüße von hier. Und der Torres hat ebenfalls sein allererstes Spiel in der Gruppe gewonnen und zwar mit 3:0. Es war ein Free-Win, aber hier erstmal eher mit der nächsten Möglichkeit durch Roberto Firmino. Navas sah dann nicht so gut aus, aber trotzdem halt den Ball, habe ich in der Szene ziemlich geschwitzt, dass Navas den Ball nicht bekommt. Klar, Navas ist kein so guter Torhüter, aber dadurch, dass alle auf 85 gesetzt sind, ist das nicht so schlimm. Warum spiele ich mit Real Madrid? Für die Leute, die sich fragen, hey, warum spielst du mit Real? Ich kann einfach in FIFA mit Real Madrid am besten spielen und dadurch, dass dann alle auf 85 gesetzt sind, heulen auch mich nicht so viele die Ohren voll, dass ich hier mit Madrid spiele und hier in der 14 Minuten gehe ich mit 1:0 in Führung durch Marcos Asensio. Den habe ich hier vorne im zentraloffensiven Mittelfeld. Sonst spiele ich ja immer in einem 4-3-3. Das spielt mein heutiger Gegner. Ich spiele hingegen in einem 4-3-1-2 mit einer Doppelspitze. Aber jetzt erstmal der Ausgleich in der 15. Minute durch Mohamed Salah. Ja, hat er mich kalt erwischt, hatte ich mich so darüber gefreut, dass ich ein frühes 1:0 gemacht hatte, wie schon gegen meinen Abonnenten, aber dann hier leider relativ früh das Ausgleichstor kassiert, aber man muss solche Ergebnisse wegstecken, auch wenn mich das ziemlich geplagt hat. Ja, vielleicht hört man es, ich bin leider nicht so fit, dieses Spiel haben wir hier gespielt und zwar am 21. Februar 2018 um 17 Uhr deutscher Zeit. Hier er mit der nächsten Möglichkeit. Und da sah Navas auch wieder nicht so gut aus. Aber trotzdem vertraue ich Navas in diesem Turnier. Einfach weil er eigentlich ein ganz ordentlicher Keeper ist. Besonders wenn denn alle auf 85 gesetzt sind. Ja. Also wie gesagt, ich mit diesem System vorne in der Doppelspitze mit Gareth Bale und Cristiano Ronaldo. Hier mal mit Bale über die Flügel und in der Mitte ist Toni Kroos. Und das 2:1 in der 23. Spielminute. Wie gesagt, mein Gegner am ersten Spieltag mit einem Free-Win. Sein Gegner ist nicht aufgetaucht. Und deswegen hat er gewonnen mit 3:0. Deswegen ist er auch in der Tabelle vor mir aktuell. Weil er halt einfach das bessere Torverhältnis hat. Insgesamt sind ja 5 Mannschaften in der Gruppe. Es gibt insgesamt 6 oder 5 Gruppen. Ich glaube, 5 Gruppen sind es. Und mit jeweils 5 Mannschaften. Ja, doch, es sind 5 Gruppen mit jeweils 5 Mannschaften. Sprich, jeder hat 4 Spiele. Nächste Woche habe ich mein Free-Spiel. Sprich, da muss ich nicht spielen. Dafür müssen meine Gegner spielen. Ich habe, wie gesagt, einen freien Tag. Und die anderen, die müssen dann spielen. Also sprich, mein nächstes Spiel kommt dann erst wahrscheinlich so in 2 Wochen. Freut mich natürlich, dann kann ich nämlich richtig schön zur Dot Online Fatal Bullet hochladen. Dieses Video solltet ihr ja hoffentlich hier am Donnerstag sehen. Morgen ist ja zur Dot Online Fatal Bullet Release. Aber das ist ein anderes Thema. Wir spielen hier, wie gesagt, FIFA 18 Atomliga.
Hier er mit der nächsten Möglichkeit nach einem Fehlpass. Und das ist leider der 2:2 Ausgleichstreffer durch Wijnaldum. Ja, es war ein dummer Fehlpass da von mir mit Asensio. Genau in die Beine von Wijnaldum. Und das macht er halt relativ stark. Ja, dieses Turnier ist natürlich besonders gefährlich, dadurch, dass hier einige Pro-Spieler mit dabei sind. Also der Immon hatte schon mal ein Freundschaftsspiel gegen jemanden aus einer anderen Gruppe. Und da hat er einfach mal richtig auf die Mütze bekommen. Und hier Asensio gleich mal mit der Antwort. 3:2 für mich. Ja, die ersten 45 Minuten waren ziemlich spektakulär. Ihr seht schon das fünfte Tor. Ich dieses Mal mit meiner direkten Antwort, also nach dem 2:2, sofort das 3:2 nachgelegt. Und auf jeden Fall, hier sind einige Pro-Spieler in diesem Turnier mit dabei. Das darf man in diesem Turnier nicht verachten, dass hier Top-Spieler mit dabei sind. Und deswegen ist dieses Turnier ja so besonders für mich. Warum ich auch gesagt habe, dass ich bei diesem Turnier mitmache, weil halt einfach solche besonderen Spieler dabei sind. Nach der Gruppenphase geht es in Playoff-Spiele. Aber ob ich die überhaupt erlebe, ist fraglich. Jetzt müssen wir erstmal dieses Spiel gewinnen. Und hier kommt Gareth Bale und der mit dem 4:2. Ja, und hier, ihr seht schon, Torres möchte hier sofort aus Start gehen und möchte wechseln. Er war da anscheinend nicht zufrieden. Auch ich war mit meiner Defensive überhaupt nicht zufrieden. 2 Gegentore, aber ich habe halt vorne 4 Stück gemacht. Das ist halt das Geile. Also es lief in der ersten Halbzeit richtig Kuddelmuddel. Mehrere Chancen, auch viele Tore. Ihr seht es jetzt endlich mal 4:2. Also es hatte mich vorhin ein bisschen geärgert. Ich habe 1:0 geführt, dann hat er das 1:1 gemacht, dann habe ich das 2:1 gemacht, er hat das 2:2 gemacht. Aber ich wunderschön sofort mit dem 3:2 und dann hier noch vor der Pause das 4:2 nachgelegt durch Bale. Das war halt für mich besonders sehr wichtig, dieses 4:2. Einfach sofort die direkte Antwort wieder nachlegen und wieder das Tor machen. Aber klar, er hat natürlich auch einiges auf dem Kasten. Ihr seht es hier, 64% Ballbesitz. Ihr wisst, dass ich sehr ballorientiert bin. Einfach um meinen Gegner zu kontrollieren, um selber persönlich auch so eine innere Ruhe in meine Spiele reinzubringen. Das ist so das Spiel, was ich immer spiele. Ich hoffe, ich höre mich nicht zu sehr krank an. Ich bin nämlich leider immer noch krank. Ja, wie gesagt, ich kommentiere hier diese Spiele nach. Einfach, weil ich finde, das ist Quatsch. Ich muss mich einfach konzentrieren auf diese super harten Gegner. Ich habe einfach einen großen Respekt hier vor meine Gegner. Und möchte natürlich so weit wie möglich in diesem Turnier kommen. Auch wenn es brutal schwer wird. Ja, wir haben das, den ersten Sieg auf dem Konto. Ja. Und hier nochmal mit der Chance Toni Kroos. Nochmal zur Regelung. Nur der Gruppenerste kommt weiter. Und die drei besten Zweiten. Hier seht ihr das mal kurz, mein System. Das ist sein System. Wie gesagt, ich hier in einem 4-3-1-2 System. Ich komme einfach mit dem System gut zurecht mit Real Madrid, besonders weil ich halt Ronaldo und Bale viel mehr in Szene setzen kann. Es liegt aber auch daran, dass ich finde, in diesem FIFA ist Karim Benzema einfach richtig schlecht. Also im Real Life ist er auch richtig schwach, aber in FIFA finde ich nochmal besonders schlecht. Und so einen Spieler wie Karim Benzema von der Bank zu bringen, ist ja auch noch was Besonderes. So, hier die nächste Möglichkeit für ihn, Alex Oxlade-Chamberlain. Also ich weiß nicht, ob er zu Beginn ein anderes System gespielt hat, aber wo ich den halt hier geguckt habe, da hat er dann auch ein 4-3-3 gespielt. Natürlich war mir eigentlich klar, dass er im 4-3-3 spielt. Wenn er schon mit Liverpool spielt, spielt er natürlich im 4-3-3. Mané, Salah und Firmino. Das sind natürlich geile Stürmer. Und das hat er auch schon in diesem Spiel hier gezeigt. Also ich interessant fand, dass er Mino Lehmtor hatte, nicht Luis Carius. Hier er mit der nächsten Chance, also er hat da über seine Flügel viel Tempo gemacht, aber seine Flanken waren dann auch nie immer so wirklich gefährlich. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr in diesem 4-3-3 spiele, einfach weil man über die Außen nicht mehr so kreativ sein kann, weil die Spieler halt limitiert sind.
auf 85 und das merkt man in vielen Situationen. Ich weiß nicht, ob das für mich ein Vorteil ist, dass ich schon ein Spiel hatte, was ich spielen konnte und Torres halt kein Spiel hatte, wo er halt einfach nur ein Free-Win hatte. Ich habe noch zwei andere Gegner. Tuyan heißt der eine und der andere heißt Heisenberg. Bei Heisenberg weiß man aber noch nicht, ob er nun spielt. Am Samstag oder Sonntag hat er seine erste Partie gegen Tuyan. Schauen wir mal, ob er denn tatsächlich dann online ist. Aber auf jeden Fall wichtig ist, dass wir hier gegen die aktiven Spieler schon mal unsere Punkte mitnehmen. 60. Spielminute. Er hat natürlich jetzt viel Druck gemacht. Ich habe tatsächlich nicht mehr geschafft, selber Angriffe zu kreieren, weil er in der zweiten Halbzeit deutlich besser stand. Hier endlich mal richtig schön gemacht mit Cristiano Ronaldo über die Flügel. Und dann in der Mitte die Flankenversuche. Aber ihr seht schon, die Flanken sind nicht so präzise genug, dass sie wirklich wunderschön vors Tor geflogen kommen. Auch deswegen halt so ein Grund, warum ich jetzt in diesem neuen System spiele. Auch weil ich mit Bale und Ronaldo dort vorne besser agieren kann. Und ich überlegen muss, okay, wen stelle ich auf den Flügel? Und Asensio über die ZOM-Position hat mir in diesem Spiel durchaus gefallen. Ronaldo. Ja, man merkt schon, dass Ronaldo nur eine 85 hat. Also er hat nicht mehr diese geilen Sprints drauf. Das ist so das, was mich ein bisschen stört, dass er nicht mehr diese geilen Sprints hat. Auch diese Technik hat er nicht. Und natürlich auch nicht sein Hammerabstoß. Das fehlt aktuell ein bisschen. Ist halt von einer 93 auf eine 85 abgeschwächt. Und das merken ihm leider in jeder Sekunde. Hier die nächste Möglichkeit. Hier Modric. Das war ein saudummer Fehler. Ich habe eigentlich gedacht, als ich auf Schießen gedrückt habe. Ja, aber dann hier dieser Treffer. Also über dieses Tor habe ich mich am meisten geärgert. Einfach weil es so dumm war. Ich habe eigentlich mit Modric auf Schießen gedrückt. Und wollte den Ball halt einfach aus dem 16er knallen. Und dann machte hier so ein kurzes Päschen, hatte ich mich darüber aufgeregt. Auch weil Luka Modric, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, einfach eine katastrophale Fehlpassquote in dieser Partie hatte. Da habe ich mich auch sehr darüber aufgeregt, dass Modric schon gottverdammt schlechtes Spiel gespielt hat. Und Bale hat in der zweiten Halbzeit auch viel verloren. Und deswegen wollte ich wechseln, aber ihr wisst, FIFA lässt mich selten wechseln. Und deswegen kam der Wechsel, den ich eigentlich machen wollte, relativ spät. Hier Kroos auch noch verletzt. Das hat mich nochmal doppelt geärgert, dass dann noch ein Spieler verletzt am Boden liegen. Konnte aber wenigstens weiterspielen. Dann hier Ronaldo. Aber ich kam nicht mehr so wunderschön durch wie in der ersten Halbzeit. Und es stand hier nur noch 4:3. Also ich habe dann in dieser Phase doch ziemlich gewackelt, muss ich sagen. Und ich dachte, uiuiui, der macht bestimmt bald das 4-4, wenn ich nicht aufpasse. Deswegen habe ich versucht, immer mehr Tempo rauszunehmen aus dem Spiel. Auch deswegen wollte ich wechseln, einfach um nochmal frische Spieler reinzubringen. Aber ihr seht schon, 79. Minute, immer noch nicht konnte ich wechseln. Hat mich echt geärgert. Und auch die Pässe von Modric wurden immer schlechter. Also die kamen nicht so an, wie ich sie wollte. Nochmal mit dem verletzten Kroos, hat mich etwas geärgert. Und ich habe eigentlich schon das 4-4 kommen sehen, besonders durch diese Szene hier für Minho, aber er zielt wenigstens nur an den Pfosten. Und das war halt meine Chance jetzt, um zu wechseln. Hier sieht man es nochmal wunderbar, das System, den habe ich hier nochmal Benzema für Bale gebracht und halt nochmal Isco für Modric. Hatte noch überlegt, vielleicht einen anderen Wechsel zu machen. Hatte noch geguckt, ob er vielleicht sein System geändert hat. Oder vielleicht sein System ändern wollte, hat er denn nun doch auch nicht gemacht, hielt anscheinend an seinem System fest. Ich war eigentlich mit dem System, das ich gespielt habe, relativ zufrieden. Hab das übrigens so eingestellt, dass die Außenverteidiger zurückgestellt sind, sprich, dass sie nicht nach vorne gehen, sondern schön hinten bleiben, weil das ist ein Problem sonst bei diesem System, wenn die Außenverteidiger zu weit nach vorne rücken. Aber mit den Wechseln hat das dann auch ein bisschen wieder Schwung reingebracht. Es war, also ich habe bemerkt, dass diese frischen Spieler dem Spiel gut taten. Hier Casemiro fand ich auf der 6 hat ein richtig tolles Fußballspiel gemacht. Er hat ja auch nochmal gewechselt, hatte zum Beispiel Solen gebracht. Hier mein schöner Solo, Ronaldo, Marcello. Hatte ich Glück, dass der Ball bei mir blieb. Asensio, Isco.
Da lief der Ball endlich mal schön und ich hatte endlich mal ein bisschen Raum. Und dann hier, da war ich etwas überrascht, als ich mit Benzema dran kam. Weil sonst hat er den Ball ja immer gut abgeblockt. Aber hier konnte ich richtig gut nachsetzen. Asensio ist ein Superspieler. Und dann in der Mitte Cristiano Ronaldo, 5-3. Und ihr könnt euch nicht glauben, wie wichtig dieses Tor für mich war. In einer Phase, wo er stärker wurde, konnte ich endlich zwei frische Spieler bringen. Und genau die haben irgendwie auch ihre Füße mit dabei. Und es steht 5-3. 2 Minuten vor Schluss. Hab nochmal dann umgestellt auf Defensive und Ballbesitz. Einfach um Kontrolle ins Spiel zu bekommen. Einfach um den Gegner zu kontrollieren und zu dominieren. Das war hier auch Benzema. Genau deswegen habe ich ihn reingebracht. Hier um seine Frische und seine Schnelligkeit einfach auszuspielen. Hier richtig schön, wie ich den Ball einfach am Fuß halten kann. Aber dann Benzema leider mit einem technischen Fehler. Und verliert den Ball halt relativ schlampig. Darf ihm natürlich so in so einer Phase kurz vor Ende der Partie nicht passieren. Aber ich konnte ihn dann relativ gut kontrollieren und das war's. Ich gewinne mein zweites Spiel mit 5-3. Sprich, wir haben nach 2 Spielen 6 Punkte und 7-4 Tore. Und ja, hoffentlich freut ihr euch auf die nächsten 2 Wochen, denn da kommt dann das nächste Spiel.